So, da wären wir auch schon wieder. Haben wir hier noch irgendwas? Eine leere Fackel. Na gut, gucken wir mal kurz auf die Karte, wo wir genau aufgehört haben. Und zwar hier in dem Raum. Hier ist irgendwo, ich glaube, hier war das Gesicht, wo wir die zwei Kristalle einsetzen müssen. Da ist noch eine Tür zu und da können wir noch weiter. Okay, gucken wir uns erstmal die Tür an. Haben wir inzwischen Schlüssel gefunden? Nee, ne? Schade. Ach, das war die Tür, wo die ganzen Schnecken waren. Schmeiß, schmeiß. Schlag, schlag. Ja, ich hätte richtig gerne jetzt schon 2 Punkte in Feuermagie, dass wir den Feuerball sprechen könnten. Das würde uns richtig helfen. Also okay, nur er könnte das sprechen, aber das wird unseren Schaden bestimmt verdoppeln oder so. Denn meistens sind die Magierklassen ja, was Schaden angeht, unübertrefflich. Also im Vergleich zu den Kriegern. So, das kommt mit. Dass die Fernkampfwaffen eingesackt werden, finde ich echt super praktisch. Das spart eine Menge Micromanagement. Oder Mikromanagement. Oh, man kann durchs Gitter Sachen durchlegen. Das ist ja auch praktisch. Und da haben wir auch schon Kristall Nummer 2. Sonst noch. Ah, da ist was. Wieder so ein Schalter in der Zelle, der irgendwas macht, was man nicht sieht. Markieren wir auch mal. Da. Schalter. Da war ja auch so einer. Okay, da war ein Knopf. Hier ist ein Schalter. Ja, aber beides das gleiche. Wir würden gerne raus. Er hat gerade den ganzen Stack auf einmal genommen. Irgendwas hat er mir vorhin gesagt gehabt, dass man mit Shift oder so. Ah, mit Shift kann man einen einzelnen rausnehmen. Fizzle. Nein, ich wollte auf die Karte. Ich probiere mal, ob M die Minimap ist. Nee, ist sie nicht. Ist Tab. Tab ist eine Minimap. Gut, dann muss ich nicht immer mit diesen komischen Dingern da rumwuseln. Die sind irgendwie zu klein, die Icons. So, Kristall Nummer 2. Das Spiel sollte man nicht mit einer 3D-Brille spielen. Die Lanzen sind echt übel von denen. Marschier, marschier, marschier. Dreh. Marschier, marschier, marschier. Dreh. Ja, noch geht's. Kann man irgendwie deren Lebenspunkte anzeigen? Nee, ne? Autsch. Das ist nur einer von denen. Ich habe mal in so einem Intro-Video gesehen, dass die in bis zu 4er-Gruppen auftauchen können. Wir treffen den gar nicht. Was ist denn das? So, Fernkampfwaffen müssen her. Null Schaden. Vielleicht müssen wir von der Seite angreifen oder so wegen dem Schild. Das könnte natürlich. Oh. Könnte natürlich sein. Wo kommen wir an eine Seite ran? Jetzt bloß nicht in eine Sackgasse laufen. Ja, ein Schaden. Ja, gut, hier können wir ihn von der Seite angreifen. Also wir versuchen jetzt hier hinzulocken. Und dann versuchen wir ihn einmal zu um. So. Natürlich gleich daneben gehauen, aber so kriegt er auf jeden Fall mehr Schaden. Mann, 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 was für ein Zenus. So. Null Schaden. Okay, ich sollte warten, bis alle fertig sind. Und dann eine volle Breitseite. Aber unser Gorn, der trifft nicht wirklich. Autsch. So, ein Schaden. Nicht getroffen. Kann auch nur eine wilde Theorie von mir sein, dass man von hinten mehr Schaden macht. Bisher sieht es nicht wirklich so aus. Und Gorn trifft irgendwie wirklich nie. Nur der Dieb trifft. Jetzt hat er keine Lust mehr. Sah eben gerade so aus, als wenn er sich nicht mehr bewegen würde. Oh, das ist ein Gegner, den man allgemein mit Magie besiegen muss. Und da ich meine Skills am Anfang halt falsch verteilt habe,
haben wir die nicht. Aber ja, es ist definitiv eine Herausforderung, das Spiel auf schwer zu spielen. Ah, da war mal ein ordentlicher Treffer von Gorn. Ja, ein Heilzauber wäre auch ganz praktisch. Aber ich weiß nicht, ob er im Inventar pausiert. Und ich habe nicht so wirklich das Bedürfnis, das jetzt gerade auszuprobieren. Boah, komm schon. Tu uns den Gefallen, kipp tot um. Und lass dein Schild liegen. Und deine Lanze und dein Helm. Und die Rüstung wäre auch nicht schlecht. Der muss jetzt richtig viele Erfahrungspunkte geben, sonst wäre das übel. Oh, oder wir hätten ihn in die Fallgrube locken können. Aber da hätten wir gar nichts von ihm bekommen, also weder Erfahrungspunkte noch... noch sonst irgendwas. Und wir haben echt sein Schild bekommen. Sowas mag ich richtig gerne. Wenn man Gegner tötet und die haben irgendwas dabei, was man sieht, dass man es auch wirklich bekommt dann. Also wenn das jetzt Sinn gemacht hat. Also er hat 3 Angriffskraft, 6 Angriffskraft. Schöne Sache. Und er hat durch das Schild 5 mehr Ausweichen bekommen. So, er hat Level Up und er hat 4 Skillpunkte bekommen. Oh, schick. Dann erhöhen wir mal... Wir könnten jetzt Axt auf 4 bringen, um einen Stärkebonus zu bekommen. Aber er hat schon recht viel Stärke. Oder wir könnten Rüstung auf 2 bringen, da kriegt er schon mal einen Schutz mehr. Ja, das macht mehr Sinn. So, also einen Verteidigungswert hat er jetzt mehr bekommen. Noch 2 Punkte über. Die setzen wir jetzt mal in Athletik, da kriegt er auch noch einen Stärke mehr. So, haben wir schön ein paar Stats abgegriffen. Und er müsste auch Lebenspunkte bekommen haben. Also ich gehe jedenfalls davon aus. Oh, eine Fackel ist ausgegangen. Ja, hier steht, Lebenspunkte sind der Weg und die Fähigkeit, Schmerz zu unterdrücken und Wunden zu ignorieren. Charakterklasse und Vitality beeinflusst die Anzahl der Lebenspunkte, die man am ersten und jedem weiteren Level bekommt. Also ja, mit dem Level-Up kriegen die auch mehr Lebenspunkte. So, ein Dieb bekommt auch 4 Skillpunkte, also scheint das klassenunabhängig zu sein, wie viele Punkte man bekommt. Was kriegt er dann mal? Wir könnten das hier auf 5 bringen, dann kriegt er Resist gegen Feuer und Schock plus 5. Ja, warum haben wir ihm eigentlich Schusswaffen gegeben? Das ist eine gute Frage. Kann man es noch irgendwie rückgängig machen? Nicht wirklich. Okay, aber dadurch, dass wir 4 Punkte hier reingesetzt haben, haben wir eine Geschicklichkeit bekommen. Das ist schon mal ganz praktisch. So, was haben wir hier noch? Dolche. Oh, die Fähigkeiten, also die Skills. Je höher der Wert in dem Skill ist, desto mehr von den Fähigkeiten links werden halt freigeschaltet, die Stats. Aber die Punkte an sich bringen auch etwas. Zum Beispiel hier bei den Dolchen. Dadurch, dass man den Skill erhöht, erhöht sich die Attack Power, die Zielsicherheit und die Chance für Spezialattacken. Heißt, wir hätten mal bei Gorn gucken sollen, was das hier alles so macht. Hier drin verwendete Punkte in dem Skill erhöhen die physikalischen Fähigkeitswerte. Ah, okay, also der Skill an sich kann nichts. Aber wenn man genug Skillpunkte reinsetzt, kriegt man halt die Stats links. Was ist mit Rüstung? Wenn man hier drin Punkte verwendet, erhöht sich die Effektivität von ausgerüsteter Rüstung und die Charakter und die defensiven Fertigkeiten des Charakters. Da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was gemeint ist. Also ob wir jetzt wirklich für jeden Punkt in Armor auch mehr Rüstung bekommen oder ob wir nur durch die freigeschalteten Fähigkeiten links bessere Defensivfähigkeiten bekommen. Das ist ein bisschen undurchschaubar für mich, aber das kommt bestimmt mit der Zeit. So, aber wir wollen erstmal bei ihm die letzten 4 Punkte da verballern. Das heißt, wir erhöhen jetzt mal bei ihm Dolche auf 4.
Dann darf er seinen Speer auch gleich wieder abgeben. Und wir setzen es durch den Dolch. Weil seht ihr, er hat jetzt zwar nur 4 Angriffskraft, aber dafür 11 Zielsicherheit. Oder ist es nur 14? 14 Zielsicherheit. Mit dem Speer hätte er nur 10. Gucken wir mal, wie es bei ihm ist. Er hat 9 Kampfkraft und minus 3 Zielsicherheit. Deswegen hat er nie getroffen. Und hier ist es 8 und 2. Ja, also der Speer ist definitiv besser. Oh, und hat auch eine andere Angriffsanimation. Also das ist ja so ein Schlag von oben und das ist so ein Piekser nach vorne. Gut, gut. Aber wir wollen jetzt erstmal uns hinhauen, denn der Kampf war doch ein wenig anstrengend. Also, Schlaf, Schlaf. Und dann gucken wir, was das Skelett bewacht hat. Unser Gorn regeneriert nicht. Was soll denn das? Ach, der hat bestimmt Hunger. Oh ja, der hat richtig Hunger. Die haben auch bald ihr Level up. Schön, schön. Und ich finde es auch gut, dass man nicht schlafen kann oder keine Lebenspunkte regeneriert, wenn man zu hungrig ist. Das ist ein nettes Feature. Dann achten wir jetzt echt auf jeden Bissen, den wir essen oder nicht essen und nehmen auch alles mit, was wir von Gegnern bekommen. Ich könnte ihm auch einen Dolch in die linke Hand geben und in die rechte Hand irgendwas zum Werfen. Also sobald unsere Magier die Zaubersprüche können. Oh, müssen wir mal schauen. So, was sagt die Karte? Wir sind hier. Wir können da links rum nochmal kurz erforschen und danach gucken, was das Skelett bewacht hat. Hier ist soweit nix. Ah doch, was haben wir hier? Wir haben noch einen Stein. Wir haben eine gebackene Made am Stock. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Fallout. Wo ist die gebackene Made am Stock? Ah, da. Wiegt 1,1 Kilo. Was haben wir hier? Sandalen. Das passt doch gut zu einem Magier. Und hier... Ah, noch so ein Ding, das die Willenskraft senkt und dafür die Angriffskraft erhöht. Können die beiden nicht mehr wirklich gebrauchen. Er hat das schon. Er hat lieber ein bisschen mehr Rüstungsschutz. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob wir die Sachen mitnehmen sollen oder liegen lassen, denn ich habe mich nicht wirklich viel informiert über das Spiel, denn ich wollte es halt so blind wie möglich spielen, ob es Händler gibt oder nicht. Also ich liebe es ja, wenn dann so ein rudimentäres Handelssystem vorhanden ist, damit man halt solche Sachen, die man nicht wirklich braucht, loswerden kann. Sonst müssen wir uns halt irgendwo ein kleines Basislager einrichten und da alles auf den Haufen schmeißen, was wir nicht brauchen. So, das hat das Skelett also bewacht. Eine Tür, die wir nicht aufbekommen. Da war wieder ein Schalter, von dem wir nicht wissen, was er macht. Also wird er eingetragen. Da. Schalter. Und noch eine Schriftrolle. Da schauen wir noch gleich mal rein. Ha. Tür aus Eisen. Große Schätze können gefunden werden hinter diesen Türen. Um Zugang zu bekommen, sieh dich sorgsam nach kleinen Details um und benutze deinen Verstand. Also ein kleines Detail wäre ja schon mal das da. Ist hier vielleicht noch irgendwas lose? Kann man auch nicht klicken. Fackel nehmen wir mit. Die gehen ja doch schneller aus, als man denkt. So, jetzt habe ich den 3-mal gedrückt, glaube ich. Es kann auch gut sein, dass jetzt jeder Schalter, den wir bisher auf der Karte markiert haben, dass man den einmal drücken musste. Und ich weiß, dass ich in der einen Gefängniszelle den Knopf recht häufig gedrückt habe. Und wahrscheinlich auch einmal
eine ungerade Zahl. Das heißt, den habe ich jetzt eigentlich noch nicht gedrückt. Aber gut. Oh, da ist noch einer. Ah, schön, schön. Oh, ein Secret war das. Hier haben wir ein Holz aus Whitewood. Ein Zauberstab aus Whitewood, also aus weißem Holz. Und der macht... Man braucht einen Skillpunkt in Spellcraft. Das haben, glaube ich, beide. Und er bringt Energie plus 5. Ja, bringt 5 Energie. Kann man den auch benutzen? Nee. Wenn ich den rechtsklicke, geht das Magie-Menü auf. Und noch eine Schriftrolle. Was steht da drauf? Dieser magische Stab ist eine mächtige Waffe, wenn er von einem mächtigen Magier getragen wird. Ja, schon klar. Ein mächtiger Magier hat auch einen Zahnstocher als mächtige Waffe. Oh, was zur Hölle bist du? Spiel abgespeichert? Oh. Vielleicht gibt es ja noch so eine Art Hardcore-Modus, wo man dann nur an diesen Kristallen speichern kann. Das könnte auch sein. Aber wo hat das jetzt genau gespeichert? Anscheinend Autosave. Aber Zeit ist eh rum. Ich mache mal einen neuen Speicherstand. Und wir sehen uns gleich wieder. Bis denne.